Oh, es geht schon los, ich freue mich. Wie Sie sagt, es gibt einen neuen, besseren Werbeauftritt von mir. Und zwar, jetzt gibt es ein eigenes Logo dafür und eine eigene Webseite. Was sagt es zum Logo? Moment, ich hole es her. Prospekte live. Also, du kannst ja nachschauen, prospekte.live ist eine Webseite. Da sind alle Videos drauf. Und wer natürlich eine Videos mal vorkommen möchte, der schreibt mir einfach. Oder nützt das Kontaktformular auf der Webseite. Ich habe voll frei. Und was hat sich nun geändert? Die Prospekte sind nicht mehr da. Ich liebe es. Ich kann, ihr wisst, ich liebe es, da durchzublättern. Ja? Nur, die kommen immer viel zu spät. Deswegen, Moment. So lustig ist das nicht. Es ist jetzt mein sechster Versuch, das digital, diese Prospekte aufzunehmen. Einmal durchatmen. Letzter Also, wir probieren es jetzt endlich digital. Ja, ihr seht, das Hofprospekt ist jetzt kommt bei mir per WhatsApp. Und es ist schon von letzten Freitag, deswegen blättern wir vor. Ding, 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 ding. Ah! Da ist nochmal die Werbung, seht ihr? Da mit dem Screenshot, mit dem QR-Code. Ah, ich bin gerade so genervt. Das hätte einfach arg können. Ist jetzt leider nicht. Aber jetzt dürfte es funktionieren. Mit der richtigen Bildschirmrekorder-App. Okay. Also, so geht's. Die Prospekte kommen per WhatsApp auf das Handy und fertig. Da haben wir es. Ab gestern gültig. Aha. Die zwei falschen Mitarbeiter da, ich glaube, die kennt man. Hallo? Kommst du da rum? Ja. Die kennt man, glaube ich, in ganz Österreich. Ja, Snickers ist jetzt nicht so für mich interessant. Kommst du her? Ja, jetzt geht's. Ah, ja. Qualität, naja. Aber wir probieren es einfach mal digital. Okay, gibt es dem mal Chance? Ich gebe dem auch gerade eine Chance. Oh, es ändert nur die Qualität. Ja, spannend. 2 Cent kostet ein Wattepad. Wisst ihr, wie viel das ich daheim habe? Unmengen! Ich habe mir gedacht, ich habe es noch nicht gekauft. Und habe das Doppelpack einfach nur mal gekauft. Ja, jetzt habe ich halt 4. Passt mir eh gerade, weil ich habe gerade so Schminkexperimente. Und ja, es sind Experimente. Deswegen habe ich jetzt 4 Rollen daheim, ich habe es einfach nur mal gekauft. Apropos! So lange nicht apropos sag. Mini-Trockner, okay, das ist jetzt zu klein, das sind nur 3 Kilo. Aber hier, Waschmaschine, 329 Euro. So, jetzt warten wir auf ein bisschen das Bild. 329 Euro. Ich habe mir ja schon überlegt, ob ich nicht einfach mir so eine Waschmaschine mal Vorrat kaufe, weil, na, ohne Scherz, Nudeln und Salz, es hat mehr Vorrat und so weiter. Aber um 329 Euro kriege ich eine Waschmaschine in dieser Qualität nämlich nicht mehr. Ja, ich habe jetzt keinen Platz dafür, aber ich würde mir es wahrscheinlich kaufen. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja, nichts Interessantes. Kaffee trinken. Bitte brauche ich auch nicht. Ah, da unten. Damenumstandsshirt. Hier kann ich ummachen. Magst du nicht? Ja. Okay. Ich sie vielleicht. 13,99 Euro, 2 Packung. Mädels, ich kann euch nur eins raten, kauft euch die, weil die Werte sind nur auch haben, wenn es stündert. Weil ich sage oben da das gelbe Kreuz, das kannst du so flupp, flupp, das kannst du so flupp, flupp, nach links und rechts aufklappen. Und das hast du beim Stühn nur auch. Und außerdem, ihr werdet froh sein, wenn der Bauch mit diesem Stoff, der da zu Füß, kaschiert wird. Sagen wir noch, ja, Garten ist halt leider noch nicht so weit. Ich meine, es könnte soweit sein, oder? Lieber April, ich weiß nicht, was mit dir los ist. Aber, ja, wäre schon recht. Was haben wir da? Pavillon. Ja, Was ist das? Was steht dabei? LED-Ampelschirm. Mädels und Jungs, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich werde bald wieder auf die Blätter umsteigen. Oder ich probiere noch was anderes aus. Es gab ja nur so Apps. Die auch die ganzen Prospekte sammeln. Schauen wir mal, was ich tue. LED-Ampelschirm. Warum? Warum LED? Schwenkbar, Belast. Was? Mindestballastierung. Doch, das gibt's.
Mindestballastierung. Polyester? Ja, aber wo steht davon Licht? Hallo? Kein Licht? 50%, 50 plus UV-Schutz. Ja, aber wo steht das Licht? Na gut, ist schon wieder uninteressant. Ja, Bio-Salatpflanzen wären natürlich voll geil, wenn wir schon einsetzen könnten. Ich meine, jetzt werden schon nicht mehr die Eisheiligen kommen, vielleicht. Aber, was mir aber bei diesen Pflanzen so laut hat, die kommen ins Geschäft, stehen voll inspiriert. Da, da stehen so 3 Tage, werden nicht gewässert, werden nicht gepflegt, stehen in Prallen, sondern denkst du nur, du armes Pflänzchen, am liebsten nahm ich die mit, aber ich nehme die nimmer mit, weil du schon so fertig ausschaust. Liebe Mitarbeiter, denen das betrifft, bitte einmal gießen gehen, okay? Dann geht's weiter. Urlaub brauche ich noch keinen, muss ich ehrlich sagen. Was haben wir da? -66% günstiger. Ja, sagt's einmal. Also, was habe ich absolut nicht gesehen? Ein Anbieter, der die Marken mit untereinander vergleicht? Moment, das schauen wir sich nochmal an. Waschgang 66% günstiger. Was ist da los? Eine Eigenmarke vom Hofer und da auch bei Hofer erhältlich. Das ist so geil. Tantil ist natürlich die Eigenmarke, das werden viele wissen. No. Ja, da werden wir nur ein wenig üben müssen. Also ich. Und das Ariel, nicht die Meerjungfrau, sondern das Voll- und Color-Waschmittel. Es macht natürlich was her, wir wissen nicht, wie die Qualität wäre, aber wir müssen hinten nachlesen, wer der Hersteller ist. Und wenn es dasselbe Hersteller ist, dann können wir sie sehen, denken, oder? Okay. So, weiter. Husch. Was ist Wascher? Gut. Dann, jetzt probieren wir das aus. Lupe. Sag mal, was muss ich eingeben? Milch. Milch. Suchen. Was macht er? Aha. Aha. Was wie Vollmilch? Seite 7. Ha? Komm ich dorthin? Ich komme direkt hin. Ah ja, schaut! Na gut, das kann ein Prospekt in Papierform natürlich nicht. Wenn ich den Suchbegriff eingebe, aber da die Länge frisch, voll mich. Die Qualität wird episch, aber ich glaube, ich muss da noch irgendwas ändern. Ich weiß noch nicht, was ich da verholen soll. Also digital? Naja, schauen wir mal. Probieren wir es nur mal aus. Mit einem anderen Prospekt. Was nehmen wir mal? Interspar.